Der ist einfach Türke. Wie reagieren die Leute? Dein Aussehen und den Dialekt? Schockiert. Niemals. Nein. What the fuck is Gersh? Wow! Hello! Hi! Erstmal sehr cool, dass ich mit Christoph hier heute stehen darf. Ich freue mich auch, dass ich mit Marcel endlich mal drehen darf. Könnt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht? Mein Name ist Joker Tululu. Meine Roots sind aus West Africa, Ghana, aber bin in Hamburg, Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich bin Credibil. Ich bin aus Frankfurt geboren in Marburg. Was sind deine Roots? Ich bin deutsch. Sieht man das nicht? Ich weiß nicht, jetzt hast du eine Sonnenbrille auf. Ich bin Naima, meine Eltern kommen aus Ghana und Togo und ich komme aus Aachen. Ich bin in Berlin geboren und hier groß geworden. Meine Eltern stammen aus Gelsenkirchen und Essen, dann geboren in Rüsselsheim. Das hat so ein Hochdeutsch ergeben, also bei uns wurde Hochdeutsch gesprochen. Und bei uns wurde Hochdeutsch gesprochen. Und gegessen, ja. Okay. Gibt es denn Dialekte, die du kennst in Deutschland? Es gibt Sächsisch, es gibt Bayerisch, es gibt Plattdeutsch. Wienerisch ist tatsächlich sehr, nein, wenig. Ich versuch's ab und zu, aber es ist nicht so leicht. Da, wo ich herkomme, gibt es Öscher, irgendwas, Dialekt? Hessisch, hässlich, schön. Klar kennt man so aus Videos und so andere Dialekte, aber dass ich jetzt ganz genau weiß, okay, das ist jetzt, ja, oh nee, die Person kommt auf jeden Fall aus Stuttgart oder sonst irgendwas. Schwierig. Wie spricht man eigentlich in Frankfurt? Gibt's da so ein Dialekt? Keinen, den ich hier zur Schau stellen kann. Hamburger Dialekt? Ja, sicher. Ich meine, wenn ich jetzt wie ein bisschen einen Hamburger Schnack machen sollte, glaube ich, hört sich das so ein bisschen so an. Ich kann keine Dialekte nachmachen. Das geht immer in Riesenkauderwelsch. Ich bin froh, dass ich Deutsch kann. Es wird heute um Dialekte gehen, und zwar um deutschsprachige Dialekte. Okay. Es werden gleich 8 Personen hier reinkommen. Mhm. Und du musst heute die Dialekte den Personen zuordnen können. Die sagen nichts. Oh. Ihr habt gesagt, es ist nicht schwer dieses Mal, aber... Folgendes, macht mal bitte die Augen zu. Ich will nicht, dass ihr sie schon beim Reinkommen seht. Sehen die schon so bajuwarisch, sächsisch und norddeutsch aus? Das der eine, der kommt in so Ostfriesen-Nerz hier rein. Mhm. Weißt du, gelbe Regenjacke. Scheiße. Ah! Genau das habe ich nämlich vermutet. Ja. Am Aussehen den Dialekt jetzt. Was bräuchtest du jetzt von mir, um besser raten zu können? Erstmal die Personalien. Kölsch, bayerisch, fränkisch, darf man nicht vergessen. Ja, super. Ja, ich guck dich an die ganze Zeit. Warum? Weil du so schöne Augen hast. Also du gibst mir eben gerade schon mal Bayern-Vibes. So irgendwie so Süden. Das ist so ein Bayern-Swag. Okay. Der Ansatz vom Bierbauch lässt auf ein Maß schließen und deswegen gehe ich aufs Oktoberfest. Meine Assoziation ist Bayern. Ich finde, der Herr sieht bayerisch aus. Ja, das ist aber genau die Falle. Ich kann mir wenig vorstellen, dass ihr so in einem Dialekt spricht. So. Wir werden dir jetzt erstmal Soundbits als Hörprobe geben. Das sind Hörproben von einer dieser Personen da hinten. Ah, okay. Dann müsst ihr raten, woher dieser Dialekt kommt, und dann müsst ihr es der Person zuordnen erstmal. Na toll. Alright. Ja, ich war letztens bei der Gabi, schönen Kaffee trinken, Zigarette rauchen und wisst ihr, wer vorbeigekommen ist? Der Steffen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Nicht. Das hört sich an wie NRW. Das war sächsisch, oder? Was er gesagt hat? Nicht. Ja, auf jeden Fall. Das war sächsisch. Okay, das ist Ostdeutschland. Dieses Wort habe ich noch nie gesehen, gelesen oder gehört. Danke sehr. What the fuck is Gersh? Ihm will ich am liebsten gar nichts geben. Ja. Zu ihm passt einfach gar nichts. Jo, heute Morgen, ne? Da war so ein kleines Blag im Bus und hat mir seine Buddel rumgetüdelt. Das hat mich so genervt, Digga. Na, das war ja wohl ganz klar. Selbstverständlich. Ja. Ich würde Hamburg sagen, also da oben. Das hast du woran erkannt? Digga. In Hamburg sagt man Digga. Klang wie Werner. Diesen jungen Mann. Er hat natürlich auch den passenden Pulli an. Da kann man schön mit auf dem Fischkoder. Stimmt, da der hat den Kutterpulli an. Ich würde sagen, dass die Person, die mich die ganze Zeit mit Absicht nicht anguckt, dass das Scheiße. Er guckt mich so an, so. Also gestern, da war ich im Theater, ne, und dachte, Schorsch, auf der Bühne hat der Perücke an und eine Strumpfbuchs. Und heute, da hat er Freck. Es war nämlich richtig kalt. Theater.
Theater. Tut mir leid, ich weiß nicht, war das Deutsch? So, Mann, das war kein Dialekt, das war eine andere Sprache. Das war, was war da los? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, okay. Aber das ist irgendwas aus dem Süddeutschen. Ja. Schwäbisch? Ja. Wir werden es erfahren. Ich bin die Einzige. Ja. Okay. So Schwäbisch so. Schwäbisch, genau, okay. So, und das ist die Dame, okay. Nee, genau. Okay. Hey, letzte Woche mit dem Sava, halbe Kisten glatt. Ey, ich hab mich selber nicht mehr gekannt. Ey, Grutzi, fix hab ich einen Saurausch gehabt. Meine Frau hat mich nicht mehr im Bett schlafen lassen. Grutzi, fix. Grutzi, fix, ne, Bruder? Ah! Ich hab gesagt, Bayern Vibes, da. Da, so. Grutzi, fix, okay. Das ist Bruder Grutzi, fix. Ja. Nur wegen Kruzifix kann man sagen, ja, dass es bayerisch ist. Ja. Aber trotzdem Wahnsinn, wie wenig ich verstanden habe. Irgendwas mit seiner Frau oder so. Da hängt Jesus an der Wand. Wir sind in Bayern. Wenn man den zurecht machen würde, schön Lederhosen an, schön so ein Maßbier in der Hand. Die ganze Physiognomie, das ist bayerisches, das ist ein bayerisches Kinn. Wie nennt man einen Deutschen im Weltall? Ah, Allmann. Okay, Allmann. Mhm. Aber was hat denn da davor? Ich verstehe. Nee. Was? Ich habe auch nichts verstanden, aber es war wieder. Das habe ich verstanden. Auch Süddeutschland? Jetzt ist wirklich Raten bei mir. Ich habe keine Ahnung mehr. Davor ist Wissen. Davor ist Glauben. Ist es wienerisch gewesen? Ja. Doch. Das bist du. Er ist, bleibt für mich übrig. Er ist sehr wienerisch. Okay. In Österreich. Ah ja. Ich habe das Gefühl, außer mein Bruder bin ich mir sehr sicher, aber der Rest ist, glaube ich, komplett verkackt. Ich gebe dir 30 Sekunden, mit jedem Einzelnen ganz kurz zu sprechen, aber sie werden nicht im Dialekt sprechen. Oh, shit. Das können die. Mhm. Vielleicht. Ne? Erzähl mir mal ein bisschen was von deinem letzten Urlaub, bitte. Der war in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz. Genau. Das heißt, du bist schon mal nicht von dort. Sag mal, der grüne Elefant geht über die Blauwiese. Der grüne Elefant geht über die Blauwiese. Das spielt ja mal schwer, ne? Da war was drin. Also ich will saarländisch bleiben. Das bleibt bei saarländisch. Gut. Wir switchen jetzt in den Dialekt. Oha. Ja. Oha. Wie geht's? Ajo, mir geht's gut. Lass schon einen Dialekt? Ja, das ist mein Dialekt. Wann hast du das gelernt? In der Schule schwätzen wir halt so. Ach, heute mache ich das. Schwätzen? Schwätze. Das machen wir ja auch gerade. Weißt du, wir schwätzen miteinander, du mit mir, ich mit dir. Schwatzen, sprechen. Welchen Dialekt sprichst du? Das darf ich dir doch nicht sagen. Ah, nein, es ist hessisch, glaube ich. Kannst du mal hessisch sagen? Hessisch. Ja. Kannst du mal saarländisch sagen? Fuck! Ich glaube, ich würde schon bei saarländisch bleiben. Wir bleiben aber, wir loggen saarländisch an. Hey, bitte. Okay. Hi. Hi. Dein Name ist? Sedef. Sedef. Wie bist du heute hierher gekommen? Mit der S-Bahn. Das heißt, du wohnst in der Nähe. Oder die Jungs zahlen dir zu wenig. Bestell mal beim Bäcker 2 Brötchen. Ich bin der Bäcker. Hallo, was hätten Sie gern? Ich hätte gerne 2 Brötchen. Ach Mann. Nö, ich bleib bei Berliner. Das ist so. Mit der S-Bahn, vielleicht hier in der Ecke. Sag mal, ich? Ich. An Kike. Kike? Ja, ich kick mir das an im Fernsehen. Kicken? Könntest du mir bitte erzählen, was du heute alles gegessen hast? Ich hab tatsächlich noch nicht gegessen. Okay, dann bist du aus Berlin. Hessisch? Nicht. Mm-mm. Hallo, was hätten Sie denn gern? Ich hätte gern 2 Schrippen. Ja! Was hast du denn heute so gefrühstückt? Eine Kippe. Woher stammen deine Eltern? Und mein Dad kommt aus einem afrikanischen Land und meine Mom ist in Deutschland geboren. Sag mal Digga. Digga. Sag mal ein bisschen mehr Swag, so Digga. Digga. Okay. Also nicht Hamburg, aber ich bleib erstmal dabei. Also wo seid ihr gerade bei ihm? Wir sind am Ende. Ja. Gude. Wie bitte? Gude. Gude. Gude! Nein! Es ist nicht Berlin, oder? Nein, das ist doch Pfälzisch, oder? Mhm. I think. Was ist dein Lieblingsfilm? Boah, da gibt's so einige Filme, die mir ganz gut gefallen. Am liebsten mag ich die Filme, wo man am Anfang gar nicht drauf kommt, dass am Ende was ganz anderes bei rauskommt. Heißt du so ein bisschen Mindfuck-mäßig. Was ist das eins der Lieblingsgetränke in deiner Gegend? Appleboy. Boah! Mann! Bitteschön. Danke. Bitteschön. Hast du Fußball geguckt? Wir spielen erst später. Okay,
Ich bleib bei Hessen, ich danke dir. Guten Tag. Er nimmt direkt einen Druck raus. Guten Tag. Woher stammen deine Eltern? Aus dem Kosovo. Kosovo, okay. Was waren so deine letzten Reiseorte, die du besucht hast? Österreich. Österreich. Hast du Probleme mit der Polizei? Gar nicht sogar, nein. Gar nicht? Nein. Noch nie angehalten worden? Doch, ab und zu, aber ist ja kein Problem. Die sind immer freundlich, ne? Die sind immer ganz nett. Das ist ein Berliner, der spricht so klar. Nee. Ja, wie war denn die Anreise? Ganz in Ordnung, also ich war drüben. Wow! Ja, ich bin der Dennis. Die Leute essen sehr gern Klöße bei uns. Oder Mutzbraten, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, gell? Gell? Boah, das ist saarländisch oder so. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, du weißt ganz genau, du willst noch nicht sagen. Willst du dieses Jahr noch Urlaub machen, wenn ja, wohin? Na, wahrscheinlich wieder in der Türkei. Boah, ich bleib in Ostdeutschland. Es tut mir leid, ich hab dich falsch eingeschätzt. Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin. Wirklich? Ja, tatsächlich. Das hört sich aber nicht so an. Ja, Niedersächsisch ist Niedersachsen. Ist doch. Du hast gerade aus das rechts? Ja, ist das. Ich bin sehr schlecht in Geografie. Ist das rechts in Deutschland? Rechts. Du hast Ostdeutsch gesagt. Das wäre dann Ostdeutsch, was du meinst. Das ist rechts, ja. Das ist. Das ist rechts. Nicht immer, aber. Sehr gut. In dem geografischen Sinn. Mein Bruder! Mein Bruder! Na, grüezi! Wie geht's? Hi. Gut. Und selbst? Ja, blendend, blendend. Sprichst du eher Hochdeutsch oder gerne im Dialekt? Mal so, mal so? Mal so, mal so. Okay. Was machst du beruflich? Ich bin in der Landwirtschaft. Doch, das ist bayerisch. Landwirtschaft. Und? Wie war Oktoberfest? Keine Ahnung. Warst nicht dort, ne? Weil es. Deswegen ist in der eigenen Stadt immer so langweilig, so weiß ich meine. Ne? Ist genau deswegen. Wir brauchen gar nicht weiterreden. So. Ne? Aber hier so. Das. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab ihm Bayern gegeben, obwohl er nie auf dem Oktoberfest war. Und das. Das funktioniert nicht. Österreichisch. Ich bleib erstmal dabei. Okay. Wie nennt man ein Brötchen, da wo du herkommst? Das Semmel. Okay, du bist aus Bayern. Ich freue mich, dass ich dich richtig geraten habe. Hallo. Servus Christi. So, stell dir mal vor, ich bin eine attraktive Dame, flirt mit mir. Hast du Bier im Kofferraum? Da gehen wir gerne Saale trinken. Ja, also da bin ich safe, 100%. Bei mir ist es schön. Du hast viel Natur und du kannst halt in den Wald essen gehen und kannst halt im Wald, im Holz halt erben und ja. Was macht man im Holz bei dir? Erben. Was? Erben. Unter Seidel drücken. Was? Ja. Was hat er gesagt? Ich weiß es erben, nicht. Erben. Wie erben? Arbeiten. Arbeiten! Arbeiten! Ich dachte, du kannst irgendwas erben. Was eine hohe Stimme hast du? Sag mal, hast du ein Alphabet? Sag mal das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Muss ich noch weitermachen? Wenn du es kannst. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Krankenhaus. Was machst du im Krankenhaus? Hallo. Ich bin Anästhesist. Anästhesist. Drogen, Berlin, Anästhesist. Ja, ganz klar. Ich sag euch, wie es ist, das hilft gerade null. Ich bin eine attraktive Frau. Flirte mit mir. Na, wie geht's? Gut. Hast du Bock, zu mir zu kommen, oder? Zu dir? Wo ist zu dir? Hast du Hass auf Plankriminalität, weil du zu viel in Berlin wohnst? Ich hasse niemanden. Du hast niemanden, okay. Dann bist du aus Berlin. Mit Sicherheit bist du aus Berlin, weil du niemanden hast. Das ist hier so gang und gäbe. Gehen wir Pfeife rauchen später. Sag nochmal ich. Ecke. Oh shit. Kutterpullover oder nicht? Kutterpullover oder nicht? Kutterpullover oder nicht? Alphabet einmal ganz kurz. A, B, C, D, E. Ohne zu flirten mit mir, bitte. Gibt es viele Berge da, wo du herkommst? Nein. Okay, das heißt, du bist kein Kurde und kein Österreicher. Hast du die... Bitte sag Kutter. Kutter. Ja! Hast du Werner schon mal gesehen? Ja, natürlich habe ich schon mal Werner geguckt. Ist gut, gell? Ja. Flirten mit mir. Jo, heute ist eine Party und die ist in der Scheune. Aber wollen ein bisschen Bier trinken, ne? Geht so in die Hamburger Richtung, ist aber nicht Hamburg, deswegen so Niedersachsen so groß. Ja, aber wir wollen nur Bier trinken, also nichts anderes. Nur Bier trinken? Ja. Yeah. Sagst du jetzt extra Bier, damit ich jetzt die Bayern gebe, oder? Vielleicht. Ja.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum du so rumtüdelst mit deinen Händen. Hä, du riechst ganz normal. Nee, das tue ich gar nicht. Hä? Wir schnacken doch gerade ganz gut, oder? Schnacken? Ihr beiden könntet für mich einmal die Schilder tauschen, glaube ich. Ja, ich sag's dir. Ich sag's dir! Kommt Hitler aus deinem Land? Was? Was hast du gerade gefragt? Ob Hitler aus deinem Land ja. kommt? Überhaupt nicht. Also, wie war die Anreise? Boah, ziemlich entspannt, ja. Mhm. Wieso war die so entspannt? Weil das weiße Pferd genau mega wissen. Entspannt war. Mein Hobby ist Boxen. Mhm. Und die Leute eine dreschen, weißt du? Was? Nochmal? In die Leute eine dreschen. Boxen. Also du boxst. Mhm. Aber was hast du davor gesagt? Dreschen. Dreschen? Ja, genau. Bitte sag mir einen längeren Satz. Oder was willst du wissen? Nicht viel. Entweder bist du aus Bayern oder aus Österreich, aber ich bleib mal so, wie ich bin und ich hoffe, du auch. 100%, 100%, 100%. Das ist meine Auswahl, ich bin mir fast sicher. Ich glaube, wir können stolz auf uns. Ja, ich glaube auch. Du guckst jetzt weiter in die Kamera. Mhm. Bitte nehmt eure Dialekte zu euch. So, tauschi, tauschi, tauschi. Hm, lecker wird hier getauscht. Okay, krass. Oh, es bewegt sich einfach gerade keiner, ne? Wir tauschen nicht, weil wir recht haben. Wir haben alles richtig gemacht. Dann darfst du dich jetzt umdrehen. Was passiert dann? Nein, das sieht gut aus. Okay. Ah, ah, hä? Perfekt, oder nicht? Oh, shit, Digga! So! Richtig, richtig, richtig! Ist denn jemand, mit dem du vielleicht sogar ein, zwei, drei Fragen hast? Genau, du hast mich ja, glaube ich, auch schon gefragt, wo ich das eigentlich gelernt habe. Mhm. Ne? Und ich bin tatsächlich damit einfach aufgewachsen. Ah. Also das ist so ein Teil tatsächlich von mir. Und ich wohne mittlerweile in Berlin, aber immer wieder, wenn ich nach Hause fahre, dann switche ich wirklich in dieses Schwätze und dann finde ich cool. Wirklich. Ja. Erstmal, wie ist dein Name? Osman. Osman, ja. Wo kommst du ursprünglich? Türkei. Hayır. Doch. Niemals. Evet. Hayır. Niemals ist. Nein. Er ist einfach Türke. Ich geb ihm. Er war für mich so ein richtiger Vollbayer, ne? Du sprichst ja wahrscheinlich auch Türkisch, ne? Genau, ja. Da so ein bayerischen Dialekt ist ein. Nee. Okay. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Ja, klar. Wir wurden lass sitzen. Ja, lass sitzen. Lass sitzen. Die letzte Diskussion. Du heißt ja. Osman. Ja. Ich meine, hallo. Du wirst wahrscheinlich Deutsch gelesen, ne? Also die meisten würden wahrscheinlich nicht vermuten, dass du Osman mit Vornamen heißt, oder? Nein. Ich spreche halt gern Bayerisch. Wenn eine Person gegenüber mir auch Bayerisch spricht, dann bin ich halt schon voll in mein Element drin. Also ich habe letztlich mit jemandem gesprochen, da ging es um Ausländerfeindlichkeit in Bayern und da wurde mir gesagt, ja, aber wenn ich auf dem Land bin, ist es schwierig. Du bist auf dem Land. Ja, ich hatte mal eine Situation. Da waren wir auf der Montage, ich war Fensterbauer mal, und da wollte der Kunde nur deutsche Monteure. Ja gut, wir kommen rein, sind im Wohnzimmer und dann habe ich halt auch mit meinem Kollegen ein bisschen geschmadert, so ein bisschen geredet und dann schaut er mich an, sagt er so, du bist ja einer von uns. Was macht das, wenn das in dem Moment, weil du fühlst dich ja wahrscheinlich... Man hadert damit, schon. Ja. Dann fühlt man sich ein bisschen unwohl, also auch sich dann zu erklären, wo kommst du her, so diese Frage, so wo kommst du her und... Ich sag so einfach Deutscher. Ich bin hier geboren, ich bin Deutscher, auch wenn ich türkische Wurzeln habe. Ja. Vielen Dank. Bei euch ist ein bisschen mehr westfälisch. Ne? Ja. Ist ein bisschen, aber dadurch, dass ich ein bisschen näher an der Grenze zu Holland, im Emsland, aus dem Emsland, aha, reden die ganz Alten eigentlich platt. Das ist Plattdeutsch. Das ist eine eigene Sprache. Ja, genau. Das ist eine eigene Sprache, das ist kein Dialekt. Ach so, aber, okay. Genau. Gibt es Momente in deinem Studium, wo du irgendwas erlebt hast, was mit deinem... Im Studium nicht, aber im Referendariat. Wenn man dann den ersten Unterrichtsbesuch hat und eigentlich über den Unterricht sprechen muss, anstatt darüber zu reden, war dann beim allerersten Besuch die Bemerkung, ja, sie sprechen aber gutes Deutsch. Nein, Mann. So, und mein innerer Impuls war zu sagen, ja... Sie aber auch. Ja, aber habe ich natürlich nicht gesagt. Weil du bist ja gut bewertet. Weil man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Und das war dann so ein bisschen. Das hat mich aber ganz lange gewurmt. Ja. Vielleicht wurde ihm das nie gespiegelt. Intuitiv macht. Und das ist traurig. Vielleicht ich glaube auch, es wurde ihm nie gespiegelt. Nie gespiegelt. Und der hat, weiß ich, vielleicht nicht viele Freunde gehabt, die
nicht deutsch aussehen, weiß ich nicht. Was für Wurzeln hast du noch? Ich habe tunesische Wurzeln. Tunesische Wurzeln. Sind deine Eltern in der ersten Generation nach Österreich gekommen? Ja. Wie reagieren die Leute darauf, auf dein Aussehen und den Dialekt? Schockiert. Schockiert. Also wenn in Österreich du mit Menschen sprichst, dann sind die so, oh mein Gott, wie kann das passieren? Ja, die kommt nicht so oft vor. Ja. Wenn es mal vorkommt, dann ignoriere ich es einfach so. Also die, die in Wien leben, die sprechen nicht alle den Dialekt. Also die versuchen es zumindest, das ist Trend geworden. Zum Beispiel aus Linz, die sind so aufgewachsen. Sorry, ich muss jetzt los. Nee, doch. Na gut. Das musst du machen. Tschüssi. Ja, tschüss, Christoph. Danke dir. Nein, Christoph musste jetzt los. Er hat Termine. Deswegen stehe ich jetzt hier alleine. Da, wo ich herkomme, da reden die natürlich fast alle so. Viele, zumindest die ältere Generation. Mhm. Und ja, die Jugendlichen, die mixen das dann, ne? Aus Hochdeutsch und ein, ne, bisschen Gersch. Okay. Ja, Wahnsinn. Hi, sagst du mir deinen Namen noch Dennis. Einmal? Dennis heißt er? Mit Z? Nee, mit S. Mit S hinten. Musst du dir Mühe geben, um mit Dialekt zu sprechen? Oder? Na, wenn ich das möchte, kann ich es einfach so machen. Ne? Also das ist auf Knopfdruck. Wo in Ostdeutschland? Gersch? Gera. Ach so, Ostthüringen. Ach, daher kommt auch Gersch. Gersch. Aber wegen Gera heißt es Gersch, Gersch, was? Genau, richtig. Ja, wie war es für dich? Ich habe auf jeden Fall viel gelernt heute. Was ich auch sehr tricky fand, ist halt so Österreich und Bayerisch. Also es ist gleich. So. Das Feingefühl hat mir dann dazu verholfen, die richtigen Schilder zuzuordnen. Natürlich auch, dass ich dir Geld gegeben habe, aber ich meine. Ne? Ich war auf jeden Fall überrascht. Das ist halt so dieser Beweis dafür, wie man so gar nicht mal wirklich erkennt, wer ist jetzt Ausländer, was ist überhaupt jetzt noch Ausländer, weil letzten Endes sind alle integriert, wir sprechen die Sprache, wir sprechen die Dialekte, wir sehen nicht danach aus, auch wenn jemand so heftig groß ist und grimmig aussieht, so ist er trotzdem so, ne, schnuckelig, so. Und ja, das ist wieder der Beweis, dass wir eigentlich gar nicht mehr integriert sein müssen, denn wir sind schon drin. Wir müssen nicht integriert, wir sind schon griert. Dinge, die ich nicht weiß, bereichern mich, nachdem ich sie erfahre. Oh yeah. Sehr entertaining. Daraus? Genau. So, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt doch mal in die Kommentare, welcher Dialekt vielleicht gefehlt hat. Ansonsten, ihr Specknacken, geht's hier oben zum Mr. Wissen to go Geschichte, die Geschichte der deutschen Dialekte. Und da unten geht es zum Video von uns Datteltätern, da geht es um arabische Dialekte. Ansonsten, macht es gut, ihr Landrobben.